Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Assassin's Creed 4. Ihr seht da gerade neben Aktivität legendäres Fisch. Ich bin auf ein legendäres Fisch gestoßen, ja genau, auf ein legendären Schiff. Das sehe ich mir genauer an und ich weiß, ich werde verrecken. Segel rein, Fernsegel reffen! Gib mir etwas warm! Die HMS Prince. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin zu dem legendären Schiff. Ich wollte eigentlich hier hin. Aber nun gut. Wo ist es? Sie schießen mit Mörsern! Wow! So viel Segel wie er kann! Er hat uns voll erwischt! Noch ein direkter Treffer und wir gehen unter! Das Schiff bringt den zwei Ich seh's nicht! Sind bereit, Sir. Feuer! Ja, Captain. Da, Captain, da sind sie am empfindlich. Feuer! Holt sie nieder, raus auf dem Bett. Waffen und Trimmen. Alter, keine Chance. Ne. Legendäres Schiff. Ziemlich üble Sache. Was ist das im Nebel? Sieht aus wie ein Schiff. Sie sieht aus wie ein Geisterschiff. Ei, von den Toten erweckt, um uns zu versenken. Da ist es. Die HMS Prince. Die HMS geht jetzt unter. Ich glaube, ich bin nicht stark genug für eine derartige Herausforderung. Nee, die macht uns platt. Wäre cool, wenn die dann noch so beschädigt bleibt. Dann hätte ich nämlich eine Chance. Aber bleib mal realistisch. Ich versuch's nochmal. Hey, was ist das im Nebel? Sieht aus wie ein Schiff. Sie sieht aus wie ein Geisterschiff. Ei, von den Toten erweckt, um uns zu versenken. Ah,
Fuck you. Hier müssen wir nur siegen. Mist. Das ist ein heftiger Kampf. An solche Schiffe wage ich mich erst mit voll ausgerüstete. Nee, das war's. Komm. Ach, ich kann mich auch nicht ducken, wenn ich nicht weiß, ob er mich trifft oder nicht. Und wann es aufhört. Aber ganz ehrlich... Hey, was ist das im Nebel? Sieht aus wie ein Schiff. Sie sieht aus wie ein Geisterschiff. Ei, von den Toten erweckt, um uns zu versenken. So, ich will aber jetzt erstmal die Insel freischalten. Und zwar die Insel wollte ich schon die ganze Zeit freischalten. Eissegel an die Schotten! Wir werden das noch herausfordern, wieder, wenn mein Schiff stärker ist, wenn ich einen Plan habe von allen. Ich wollte ja eigentlich was anderes versenken. Und dann kam das Vieh und dann dachte ich mir, okay, nehme ich auf. Warum nicht? Das Ereignis solltet ihr keinen Fall verpassen. Oh, da vorne ist auf jeden Fall wieder ein Luschenschiff. Ich sehe nichts. Es ist neblig. Aber egal. Ich habe mir auch gedacht, ich werde jetzt vielleicht mal immer ein Part Nebenaktivität, ein Part Hauptaktivität. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Gesprochen wie ein Waliser, Ade. Und was willst du? Oh, nicht das schon wieder. Ich sprach von einer Prise, die er mir unten in Tulum zeigen wollte. Ziemlich weit weg, leider. Auf der Halbinsel Yucatan. Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Aber er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden, dass es mich schaudert. Ich soll ihn treffen. Bald. Solange wir auf dem Weg ein paar Prisen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Wey. Ich will dieses Städtchen nur freischalten. Sind alle Kreuzsegel bereit? Denn es gibt ja auch Tavernenmissionen und diese Schifffahrtmissionen, die wollten wir ja auch zusammen machen. Die Attentate, die mache ich separat nochmal für euch.
Okay. Da hinten ist wieder ein Schiff. Das kein Metall hat. Ich brauche Metall, Leute. Ich brauche sehr viel Metall. Ja, hier sind überall noch so kleine Flecken. Sieht man, da muss man noch aktualisieren. So wie hier. Das habe ich wenigstens schon mal freigeschaltet. Schnellreisen kann ich hier machen auf jeden Fall. Aber fangen wir doch mit denen hier an. Wo haben wir sie? Da ist ein Grüner. Da ist ein Grüner. Wo ist der andere? Eins, zwei. Es gab doch drei. Hier gab es doch nur einen. Der ist nicht mehr da. Was? Ach, das ist die Festung. Und das haben wir erledigt. Ja, dann fehlt nur noch Gibara. Und drei Tortuga. Mal sehen, wie viele ich in diesen nächsten 10 Minuten schaffe. Also. Schwarze Segel sind wohl ein Hinweis darauf, dass es böse ist. Geisterschiff und so. Deswegen habe ich mich auch für schwarze Segel entschieden. Scheint, als könntest du Hilfe bei der Flucht brauchen. So. Privater Geleitschutz. Kriegen wir 2400 Schwierigkeit. Oh. Seid gegrüßt, Freibeuter. Wir haben ein Schiff mit bla bla bla. Eine spanische Fregatte ausfindig machen. Okay. Ist am Ruder. Großsegel setzen! Mehr Segel! Ihr merkt ja, man kann während diesen Missionen nicht einfach so frei rumlaufen mehr, also so teleportieren, sondern die Mission ist wie eine Hauptmission schon fast. Deswegen machen wir sie sofort. Also, gibt's eigentlich... Ich teste mal eben. Ja, hier ist eine Nebenaktivität, woanders wahrscheinlich auch. Warte, ich will mal gucken. Gucken? Nebenaktivität 1, ja. Dann wollen wir mal gucken. Warte, Gleitschutz. Wir müssen einfach, und das hasse ich, irgendwo hingleiten wahrscheinlich. Oh. Ich bin gleich in dem Kreis. Ist ein bisschen nebelig dort. Ey, macht mal Nebel weg. Macht jetzt hier nicht so einen Wind. Oder hinten sind Schiffe. Die Neptun beschützen. Super. Warten auf dein Zeichen, Captain. Spanier! So. Achtung, Edward. Mach ich mal langsamer. So, dann drehen wir mal kurz. So. Schön. Fein.
Feuer! Und auf den Grund! Feuer! Sie stehen am Tor zur Hölle! Feuer! Und Schiff. Warten auf dein Zeichen, Captain! Sie sind nicht allein, Sir! Von Backbord, Sir! Da treibt etwas Frachtgut, Sir! Kommt ruhig näher! Steuerbord, Captain! Menschliches Treibgut auf Kurs! Feuer! Feuer! Sie kommen und packen! Ja! Bewegung, ihr Ratten! Der Berger in Sicht! Ist bereit zu feuern! Feuer! Ihre Schwachstelle ist ungeschützt! Schießt! Feuer! Auf Position, hört ihr! Feuer! Mist! Der Winkel steht... Feuer! Alter, was kommt denn da jetzt auf mich zu? Feuer! So. Nee, entern tun wir hier nicht. Ich glaube, das sind die letzten. Und tschüss. Die Geld oder so? Boah, der hat Metall geladen. Alle Segel, sie verträgt das! Los, ihr Faulpelze, an die Schoten! Wir werden auch erst die Traum- und Trabsegel! Steht sie ran, Matros! Ja, wenn wir schon uns schnappen können, dann warum nicht? Ich hoffe. Da kommt auch nicht mehr was, was die Neptuno angreifen könnte. Na, was soll das denn? Aber die mit dem Toupet sind auch so. Nervt. Früher war es ja so, die, die ein Toupet haben oder so, die haben was zu sagen. So wie die Merkel bei uns. Jawohl! Somit hätten wir dieses Schiff? Können wir nicht nehmen. Warum auch immer. Reparieren wir halt die Jackdaw. Was hat die? Rum und Zucker, Rum und Zucker, Stoff. Ey, jo, wisst ihr was? Versenken wir sie. Die Hauptsegel! An die Starken, wir holen den jeden Fett. Bei Metall war es mir jetzt wirklich wichtig, dass ich alles Metall kriege. Aber die rammen wir jetzt auf den Meeresgrund. So, so, so. Gehen am Tor zur Hölle! Jetzt die anderen beiden.
Ein Wrack! Ihr seid alle tote Menschen! Mars- und Farbsegelwerk! So. Voll Gas in das Ding rein. Und damit hätten wir die Mission beendet. Boah, waren wir gut oder waren wir gut? Ach, wir waren gut. 2400 R bekommen. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Wenn die an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Gesprochen wie ein Waliser. Oh, der nervt. Ich glaube, ich sollte so langsam mal die Mission machen. Eigentlich kaufen, verkaufen, Fracht. Metall, Stoff und Holz würde ich niemals verkaufen. Also, alles verkaufen, 9000, what the fuck? Und Zucker gibt uns nochmal 6000. Oh, wir sind reich, wenn wir so weitermachen. Und damit beenden wir den Part an dieser Stelle auch schon wieder. Und die restlichen Marine-Missionen machen wir nach der nächsten Mission. Der Typ nervt langsam. Also, bis zum nächsten Mal. Bye, bye, euer Zwineta.